Anfang des Jahres habe ich von Ocean Spirit die Einladung bekommen, einen Segelturn von Schweden über Finnland bis nach Estland mit meiner Kamera zu begleiten. Für eine Landratte wie mich eine echte Herausforderung. Trotzdem mache ich mich Anfang August mit einer Handvoll Gleichgesinnter, darunter Frank, Inhaber von Ocean Spirit und mein Auftraggeber, mit einer 14 Meter Segeljacht auf die abenteuerliche Reise. In den kommenden zwei Wochen sollen wir Meeresbewohnern in freier Wildbahn begegnen, wir besuchen historische Städte und erleben malerische Sonnenauf- und Untergänge vor überwältigenden Kulissen. Am Ende werden wir Eindrücke mitnehmen, die uns bis an das Ende unserer Tage nicht mehr loslassen werden. Wir stehen unmittelbar vor einer der beeindruckendsten Entdeckungsreisen, die Skandinavien und das Baltikum zu bieten haben. Die Gebiete vor Schweden und Finnland gelten unter Seglern aufgrund der vermutlich mehr als 50.000 Inseln, Felsen und Untiefen als sehr anspruchsvolles Revier. Viele davon sind nicht größer als ein Einfamilienhaus und ragen lediglich als Fels aus dem Meer. Während der schwedische Schärengarten ganzjährig lediglich von rund 4.000 Menschen bewohnt wird, beherbergt das finnische Schärenmeer etwa 33.000 Einwohner, die zu einem großen Teil als Finnland-Schweden bezeichnet werden. Wir werden auf unserem Turn nicht nur die Schären beider Länder von der Wasserseite aus erkunden, sondern auch die rund 15-stündige Überfahrt ins baltische Estland wagen. Nie zuvor habe ich eine so lange Strecke auf einem Segelboot zurückgelegt. Ich bin nervös, aber wie der Rest der Mannschaft gleichermaßen voller Erwartungen und Vorfreude. Mit meinem Wohnmobil erreiche ich am Vormittag die Marina in Bullandö, östlich von Stockholm. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Aber das finden wir schon raus. Wie ihr seht, bin ich schon sehr maritim unterwegs. Ja, ich habe gerade das Schiff geentert. Wollt ihr mal eine kleine Roomtour hier von dem Boot? Ich gehe jetzt auch das erste Mal hier runter. Ja, ich war hier noch nicht. Ich habe gerade den Schiffseigner getroffen und er hat mir gesagt, ich kann hier rein. Ja, das wird spannend. Ja, mit Koje. Mit, glaube ich, 5 oder 6 Leuten, die wir sind. Das wird auf jeden Fall lustig. Am späten Nachmittag trudelt nach und nach die Crew ein und macht sich miteinander bekannt. Hallo Jürgen. Schnell zeichnet sich ab, dass sich diese Mannschaft innerhalb kürzester Zeit zu einer guten und verlässlichen Segelgemeinschaft zusammenfinden wird. Und dann ist es an der Zeit, die Proviantvorräte für die nächsten Tage aufzufüllen. Bevor es am nächsten Morgen richtig losgeht. Für die Teilnahme an einem Segelturn mit Ocean Spirit sind keine Segelkenntnisse erforderlich. Und während meine Segelkenntnisse tatsächlich nicht weit über das Erkennen eines Segelbootes hinausgehen, sieht das bei den anderen hier an Bord schon ganz anders aus. Nach meiner Einschätzung sind hier schon wahre Kenner und Könner am Werk. Wir gehen jetzt ein bisschen vor den Wind und segeln ins Lee. Das ist Tommy, unser Skipper übrigens. Die erste Nacht auf diesem Turn verbringen wir in einer der vielen Buchten der Schären. Eine Idee, die offenbar auch schon andere vor uns hatten. Unserem Skipper Tommy zufolge nennt man das Anlegen an einem Felsen schwedisches Anlegen. Vorne sieht man Grund. Das aufgrund des flach abfallenden Ufers viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert. 2 Meter. Aber nach einer guten halben Stunde ist das Schiff gesichert und wir machen einen ersten Rundgang über die kleine Insel. Der nächste Tag beginnt früh. Eine unbeschreibliche Stille liegt über der Bucht und während wir das Boot von seinen nächtlichen Fesseln befreien, geht hinter den Felsen langsam die Sonne auf.
Unser heutiges Etappenziel ist das in der politisch weitestgehend autonomen Region Åland gelegene Mariehamn. Langsam beginne ich zu ahnen, warum das Segeln auf manch einen eine ganz besondere Faszination ausübt. Aber ich will es genau wissen. Was ist denn für dich so das Besondere am Segeln? Dass du dich mit der Natur auseinandersetzen musst und alles machen musst, dass du auch wieder nach Hause kommst. Sozusagen die Technik und den Wind nutzen an der Stelle. Seit Kindesbeinen an, da mache ich das schon, ja. Aber auch aktiv oder so wie jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Das gehört dazu. Also man muss auch mal andere arbeiten lassen können. Weite und abhängig zu sein vom Wind. Kommt so der Moment, wo du das Gefühl hast, du bist ganz eins mit dem Boot. Du bist wie in einer Linie, als würde ein Meridian durch beide durchgehen. Du bist total im Gleichgewicht mit dir und mit dem Boot. Und dann bist du wie in einem Floh. Es hat fast was Erotisches eigentlich. Die Erotik allerdings kann ich noch nicht erkennen. Das Auf und Ab der Wellen macht mir erwartungsgemäß sehr zu schaffen. Und der Seegang scheint mit jeder Meile, die wir hinter uns lassen, stärker zu werden. Ja, das war aber schon 1,20 Meter jetzt. Die versuchen hier gerade, das ein bisschen runterzuspielen und gehen von 1 Meter Welle. Ja, ich würde sagen, das sind mindestens 5 bis 6. Und Jürgen hält gerade schon mal den Eimer, aber ich glaube, den hält er eher für mich. Ich glaube, ich brauche ihn noch vor dir, Jürgen. Einfach festdrücken. Wie viele Meter haben wir jetzt? 2 Meter. Nein, 2 Meter. 1,50. Na komm. Nee, Meter ist es. 1,80, sag 1,80. 1,80. Geht doch. Aber so hoch oder niedrig die Wellen auch sein mögen, während der fast 9-stündigen Überfahrt verbringe ich die meiste Zeit damit, gegen eine latente Übelkeit anzukämpfen. Ich gewinne diesen Kampf. Aber ich bin froh, als wir am Nachmittag Mariehamn erreichen. Begleitet von den imposanten Fährschiffen, die hier minütlich ein- und ausfahren. 5 Grad Abfall. Höchste Zeit, die Gastlandflagge zu hissen. Crewmitglieder vermitteln den Eindruck, als wüssten sie, was sie tun. Alles wirkt auf mich als Segellaien schon jetzt sehr eingespielt. Was mir ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt. Der erste Weg führt uns zum Begleichen der Hafengebühr in das Büro des Hafenmeisters. Is it mixed or not? No, the women's is here and the men's is okay. Yeah. Danach erkundet jeder den kleinen Ort Mariehamn auf eigene Faust. Wenn man 4,80 Euro für 2 Kugeln zahlen soll, ja, dann schluckt man ja erstmal. Ne? Aber guck mal, was man da kriegt. Ne? Eigentlich 4 Kugeln. Ja, das ist fast so groß wie dein Kopf. Genau. Christian sagt ganz richtig, das sind eigentlich bei uns das 4 Kugeln Eis und eine Tafel Schokolade. Und hier ist es sogar noch größer als dein Kopf. Ja. Der Abend endet bei einem gemeinsamen Essen und guten Gesprächen im marineeigenen Restaurant. So ruhig der heutige Tag ausklingt, so stürmisch beginnt der nächste. An Bord laufen unterdessen die Vorbereitungen für ein üppiges Frühstück, wie eigentlich jeden Morgen. Der ist der Fischmann. Das ist ja eine schöne Backstube. Und anschließend heißt es nach einer kurzen Besprechung der heutigen Route erneut, Leinen los. Und wenig später befinden wir uns wieder auf Kurs. Heute in Richtung Rødhamn, einer kleinen in den südlichen Schären Ålands gelegenen Inselgruppe, die nur eine Handvoll Einwohner beherbergt. Die heutige Überfahrt ist im Vergleich zur gestrigen nur ein Katzensprung. Trotzdem bin ich angespannt. Denn 5 Windstärken sind für mich schon eine Ansage und der damit einhergehende Wellengang sowieso. Aber wie der Rest der Crew erreiche ich Rødhamn ohne größere Zwischenfälle.
Röttern galt unter Seefahrern als letzter geschützter Hafen des Schärengartens, als wichtiges Anlaufziel, bevor es für die Seeleute aufs offene Meer ging. Heute nimmt die kleine Inselgruppe in der Berufsschifffahrt einen weniger wichtigen Stellenwert ein, ist dafür unter Seglern aber umso beliebter. Hier gibt es tatsächlich keine Kanalisation, sondern nur diese Plumpsklos. Und Tommy, der auch gerade einen Vlog macht, hat erzählt, dass diese Toiletten auf Instagram ein richtiger Star sind. Guck mal, ist ja schicker als bei mir im Wohnmobil. Abonnieren, klicken, nicht vergessen. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass wir hier in Euro zahlen können. Ich gehöre zu Finnland tatsächlich, ne? Oder? Ist das Finnland? Ja. Aber was ich noch weniger erwartet hätte, ist, dass man sich hier auf Deutsch unterhalten kann. Das hier ist Maria. Sag Hallo zu meinem Freund. Hallo. Warum kannst du Deutsch? Ich habe Deutsch in der Schule gehabt. Für 7 Jahre. Du sprichst richtig gut Deutsch. Ach, danke. Das war eine Überraschung. Eine weitere erwartet uns auf dem Weg zurück zum Bootssteg. Ja. 6 Monate. Sieht aus, als würde hier jeder Deutsch sprechen. Nach so vielen netten Begegnungen am Ende der Welt lassen wir am Abend den Tag gemeinsam noch einmal Revue passieren und verlieren uns in tiefgründigen Gesprächen, während hinter uns langsam die Sonne im Meer versinkt. Auch heute, an Tag 5 unseres Segelturns, starten wir den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück und der anschließenden Besprechung der heutigen Route, die uns weiter in Richtung Nordost auf die Insel Bärö führen wird. In der Marina angekommen, haben sich die Crewmitglieder nach der langen Überfahrt eine kleine Erfrischung verdient. Was die Natur betrifft, haben wir hier wieder ein richtig schönes Plätzchen erwischt, aber das hat schon ein bisschen was von Campingplatz hier. Aber neben jeder Menge beeindruckender Natur gibt es hier eine weitere Attraktion, die nichts für Höhenangst geplagte ist. Und die wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Na, wollen wir mal. Von hier oben, so scheint es, kann man bereits unser Ziel für den morgigen Tag erkennen. Der regnerisch beginnt. Heute gibt es für mich zumindest eine neue Herausforderung. Es gibt nämlich heute Regen, wie man hört. Wir werden sicherlich auch verbunden mit Wellengang haben, oder? Nicht zwingend. Die Jungs sind so nett, ne? Und die Mädels, die versuchen mir immer Mut zu machen. Aber am Ende des Tages stimmt es meistens auch, was sie sagen. Hier in der sicheren Marina hat das leichte Prasseln des Regens sogar etwas Beruhigendes. Und auch die Crew zeigt sich von der Wetterlage unbeeindruckt. Und tatsächlich bleiben trotz Regen der große Sturm und die schwere See aus. Aber ganz egal, ob es nur leicht regnet, so wie heute, ob es stürmt und der Wind peitscht oder auch bei klarer Sicht. Eines der schlimmsten vorstellbaren Szenarien auf so einem Segeltörn ist wohl das Überbordgehen eines Crewmitglieds. Und damit jeder weiß, wie er sich in so einem Fall zu verhalten hat, macht es Sinn, das einzuleitende Manöver mal gemeinsam durchzugehen und zu proben. Und genau das steht heute auf dem Plan. Jetzt gibt's Action. Und zeigt mit dem Schiff zum Boot. Groß und dicht. Vorweg.
Steuerbord. Alles schon gesehen. Warten, kein Risiko. Ich bin schwer beeindruckt, als bereits nach wenigen Minuten die beiden Fender wieder an Bord sind. Aber die Nachbesprechung zeigt, dass es offenbar noch Spielraum für Verbesserungen gibt. Lieber die Zeit nehmen und die Funkern. Unterdessen folgt das nächste Ereignis auf dem Fuße. Seelöwenwende. Wir haben gerade Seelöwen entdeckt. Die Seelöwen stellen sich allerdings als einfache Steine heraus. Wir nehmen es mit Humor. Für die Nacht haben wir uns eine der vielen Buchten ausgeguckt. Es ist also wieder schwedisches Anlegen angesagt. Diesmal allerdings in Finnland. So. Cheers, alle. Cheers. Cheers. Wir haben hier ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Mitten im Nichts. Natur um uns rum. Ohne Ende. Und kein Mensch außer uns ist hier. Da drüben, da liegen zwar ein paar Kajaks. Da gibt es auch so ein, zwei kleine Häuschen. Aber ansonsten ist hier eine unglaubliche Stille. Wahnsinn. Kommst du auch? Ja. Rettet ihr mich, wenn ich mir den Kopf zu mache? Aber das Wasser ist wärmer als gestern. Ja. Nein. Ich bin das einzige Weiche hier an Bord. Nein, bist du nicht, Sascha. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Wenn du nicht aufpasst, wirst du gleich im Wasser liegen, weil ich dir einen Schupfer gebe. Schupfer? In Wirklichkeit war ich schon drin. Als ich am nächsten Morgen um etwa 4 Uhr wach werde, sind Tommy und die anderen bereits an Deck und versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Wenn der Christian den Bug wegdrücken tut, dann kann man vorne die Leine einziehen. Über Nacht hat der Wind gedreht und droht unser Schiff gegen die Felsen zu drücken. Drückt gerne von der Seite und das ist das schlimmste Szenario. Und da gibt es weiße Schaumkronen, der Wind wird immer stärker. Und wenn der Anker nicht hält, dann sind wir auf Grund. Christian, Drehzahl hochhalten, Christian. Leine hier einziehen jetzt. Was für eine Aktion am frühen Morgen. Hingehauen habe ich mich jetzt auch schon hier auf den glatten Stein. Aber ich glaube, die Jungs und Mädels haben es geschafft. Jetzt muss mich nur noch Christian abholen. Mal lächeln. Die luftseitige Bugleine, die war schon ziemlich viel unter Spannung. Und wir haben jetzt hier am Anker sehr stark gerissen. Vermutlich hätte er gehalten, aber wenn der Wind von der Seite kommt, ist die Situation, wo die Bugleine und Heck, Ankerdrossel am meisten belastet wird. Es ist gut, dass wir jetzt weitergehen. Früher als gedacht sind wir heute also wieder auf Kurs. Und zwar nach einer kurzen Frühstücks- und Verschnaufpause in einer weiteren Bucht weiter in Richtung finnischem Festland. In Turku werden sich morgen früh, nach 7 Tagen gemeinsamer Eindrücke und Erlebnisse, unsere Wege wieder trennen. Tommy und Jürgen werden das Schiff verlassen und ihre Kojen für einen weiteren Gast sowie für Skipper und Ocean Spirit-Inhaber Frank freigeben. Noch mag hier keiner so richtig daran denken.
aber es liegen ja auch noch gut 4 Stunden gemeinsamen Segelns vor uns. Nach unserem überraschend frühen Start heute Morgen erreichen wir Turku noch am selben Vormittag, wo uns Frank bereits am Anleger in Empfang nimmt. Turku wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Sie gilt als älteste Stadt Finnlands und ist offiziell zweisprachig, obwohl heute nur noch etwa 5% der Bevölkerung Schwedisch spricht. Unseren letzten gemeinsamen Abend in dieser Besetzung verbringen wir bei einem guten Essen in einem der vielen Restaurants entlang der Hafenpromenade. Morgen schon werden Jürgen und Tommy die Crew verlassen. Tommy verlässt uns heute leider als Skipper und das ist seine Art, sich von den Crewmitgliedern zu verabschieden. Ich rudere jetzt zurück in die Schweiz. Schade eigentlich. Mit dem Degi. Aber alles geht mal zu Ende, für euch geht's weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit Frank. Ihr werdet eine großartige Zeit haben. Es fing damit an, dass er bei einem Partner von mir das Boot gemietet hat. Und dann bin ich war auf dem Weg nach Italien, dann bin ich in der Schweiz extra einen kleinen Umweg gefahren und da haben wir ihn getroffen. Und das erste Gespräch hatte ich das Gefühl, der ist es. Und dann hatten wir diesen Sommer zufälligerweise Zeit, dass wir 3-4 Tage segeln konnten miteinander. Und das hat echt gepasst. Also wir haben uns ergänzt. Und wir haben uns auch gegenseitig, jeder hat seine Stärken und Schwächen und wir konnten uns da austauschen drüber und ausgleichen. Und das ist echt, bin ich glücklich drüber. Weil ich kann das da nicht einordnen. Das ist für mich mehr als ein Kollege, der einfach bloß jetzt hier mal skippert oder sowas. Tschüss. Und das Verrückte ist, das merkst du erst, wenn es passiert ist. Und eigentlich, naja, nee, ist gut jetzt. Noch vor einer Woche hat wohl niemand damit gerechnet, dass sich dieser Abschied für alle zu einer so emotionalen Angelegenheit entwickeln würde. Aber Menschen kommen in unser Leben und manch einer verlässt uns nach kurzer Zeit wieder, um wieder seinen eigenen Wegen zu folgen. Ich hoffe, Tommy, dass sich unsere irgendwann irgendwo mal wieder kreuzen werden. Nach einem Tag in der Stadt macht der morgendliche Austausch am Frühstückstisch eines deutlich. Wir alle können es kaum erwarten, uns wieder der Natur zuzuwenden. Ich wäre so froh sein, wenn wir wieder in Niemandsland sind. Ja. Da war ich 6 Wochen im No Man's Land und dann kommst du in die Stadt mit so viel Verkehr und so vielen Leuten und es war so schlimm. Es war so schlimm. Aber vorher wird nach dem Frühstück auch Jürgen das Boot noch verlassen. Für ihn kommt Priska an Bord. Oh yeah. Und wird gleich voll eingespannt. Heute steht dann nun also das erste Mal Segeln mit dem Chef persönlich an. Aber schon jetzt ist klar, dass die Zeit mit Frank als unserem Skipper genauso locker und entspannt verlaufen wird wie mit Tommy. Und nach einer kurzen Besprechung des Ablegemanövers und der heutigen Route verlassen wir Turku wieder.
Vor dieser Reise hätte ich es mir kaum vorstellen können. Aber dieser Segelturn entwickelt sich für mich zu einer einzigartigen Erfahrung, die es mir ermöglicht, mich mit dem Meer und seiner natürlichen Schönheit auf eine Weise zu verbinden, wie es bisher nur wenige andere meiner Reisen konnten. Das Geräusch des Wassers, das gegen den Rumpf schlägt, der Wind in den Segeln und zu spüren, wie sich das Boot durch die Wellen schneidet, erzeugen ein Gefühl von innerer Ruhe und Freiheit. Und den Blick über die Weite des Ozeans schweifen zu lassen, voraus der endlose Horizont, löst ein Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens über das schiere Ausmaß und die kompromisslose Unbändigkeit der Natur in mir aus. Die Kraft der Natur in den eigenen Weg verwandeln, wie Frank es heute so schön formulierte. Die Natur allein bestimmt dabei Rhythmus und Geschwindigkeit. Dazu die wechselnden Farben des Himmels und das Glitzern des Meeres, wenn die Sonne flach über dem Horizont steht. Momente voller Magie und Harmonie, verbunden mit einem Gefühl von Abenteuer. Das Schlafen auf einem Segelboot unterscheidet sich nicht allzu sehr von den Nächten in einem Wohnmobil. Aber die Stille inmitten dieser überwältigenden Landschaften mit ihren eindrucksvollen Schärenbuchten ist eine ganz andere als die, die ich aus dem Wohnmobil gewohnt bin. Eine einzigartige und beruhigende Erfahrung. Guten Morgen. Wir sind gestern Abend bei Sonnenuntergang in dieser wunderschönen Bucht. Ich muss mal meine Schuhe anziehen. Wir sind gestern Abend in dieser wunderschönen Bucht gelandet, bei einem wunderschönen Sonnenuntergang. Hatten eine ruhige Nacht. Laura ist schon am Baden. Wie lange bist du schon da drin? Ah, schon 10 Minuten. Es ist frisch. Aber man spürt so wirklich, wie das Wasser so prickelt in den Körper hinein durch die Poren. Man sieht diese traumhafte Natur mit dieser Wolkenformation. Und es ist auch schön, das eigene Schiff zu sehen, das einen hierher gebracht hat. Das heißt ja immer, im Wasser ist das Schiff ja uns da. An Land sind wir dieses Schiff da. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir gar nicht das Schiff in die Nähe des Landes bringen. Laura hat die Fähigkeit, Bücher in Echtzeit zu formulieren. Tolle Bucht hier, eine wahnsinnige Ruhe. Man mag kaum sprechen, es nieselt so leicht. Aber überhaupt nicht unangenehm, das ist sehr, sehr schön. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück. Die Mahlzeiten auf diesem Segelturn werden, wie eigentlich alles andere auch, ausgiebig zelebriert. Und schon jetzt, nach gut einer Woche gemeinsamen Segelns, hat sich so etwas wie eine Tagesroutine entwickelt. Auch das ist eine neue Erfahrung für mich. Aber es fühlt sich gut an, Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu sein, die sich vor wenigen Tagen zum ersten Mal begegnet und innerhalb kürzester Zeit zu einer soliden Crew zusammengewachsen sind. Der Regen wird stärker. Aber nachdem wir die Spuren unseres Frühstücks beseitigt und die heutige Route besprochen haben, kommt pünktlich zum Start der heutigen Etappe die Sonne raus und der Wind frischt auf. Also ideales Segelwetter, soweit ich das als Laie beurteilen kann. Heutiges Etappenziel ist die Insel Örö, unser letztes Ziel in Skandinavien und Sprungbrett ins Baltikum. Als wir gegen Abend Örö erreichen, färbt die Sonne die Marina bereits in ein warmes Orange. Wir machen das Boot fest und begeben uns auf einen Felsen oberhalb der Marina, wo wir dem Brauch entsprechend auf die erfolgreiche Überfahrt anstoßen. Dies ist unser letzter Abend in den finnischen Schären. Morgen werden wir uns in aller Frühe mit der aufgehenden Sonne auf die rund 12-stündige Überfahrt nach Estland begeben. Alle scheinen sich darauf zu freuen. Nur ich bin angespannt.
4 Uhr klingelt der Wecker und eine gute Stunde später befinden wir uns wieder auf See. Und es scheint, als würde die aufgehende Sonne mich schon jetzt für das entschädigen wollen, was mir in den kommenden 12 Stunden bevorsteht. Noch ist die See ruhig, aber die Wettervorhersage verspricht eine Menge Wind. Die Überfahrt nach Estland, die dauert jetzt so 10 bis 12 Stunden ungefähr. Und vor dieser Überfahrt graute mir ziemlich. Aber ich hab's ganz gut im Griff. Die erste Überfahrt von Schweden nach Finnland war noch die Hölle. Ja, da ist mir richtig übel geworden. Deshalb graute mir vor dieser Überfahrt noch viel mehr, weil sie halt noch länger ist. Aber es ist alles im Lot. Ich scheine mich wirklich eingeschaukelt zu haben. Und das, obwohl ich keine Pillen mehr schluck. Das stand mir echt bevor. Aber diese ganze Reise ist schon großartig. Hier draußen, umgeben von nichts als Wasser und den Launen der Natur ausgesetzt, kommen mir immer wieder die großen Abenteurer und Entdecker der Zeitgeschichte in den Sinn. Was hat sie dazu veranlasst, sich dieser damals unerforschten Gefahr-Ozean auszusetzen? All den Geschichten von Seeungeheuern und Schiffe verschlingenden Monstern, die in der einfachen Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiteten, zum Trotz. Am Ende waren es meist diese Zeitgenossen, die den Mut und die Fähigkeit besaßen, in der Bevölkerung verbreitete und indoktrinierte Ansichten zu hinterfragen und die ihren Mitmenschen mit ihrem unkonventionellen Blick auf die Welt weit voraus waren und sie nicht selten entscheidend verändert haben, wie etwa Galileo Galilei oder Christoph Kolumbus, um beim Thema Segeln zu bleiben. Dieser Schlag Mensch, damals wie heute, genießt meinen allergrößten Respekt. Die Unbeirrtheit und das unermüdliche Verfolgen der eigenen Vorstellung von dem, was sie hinter dem Horizont erwarten könnte. Dem Spott, Hohn und dem Unverständnis der Masse zum Trotz. Wir haben Estland erreicht. Die Überfahrt war nicht halb so wild, wie ich mir das erträumt hatte, sozusagen. Ich hatte wirklich Respekt vor dieser Überfahrt. Aber war überhaupt nicht wild. Hat nur lange gedauert. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Um 5 sind wir losgefahren, tatsächlich. Also 15 Stunden. Echt? Ist das jetzt 20 Uhr? Das ist krass. Ich bin erleichtert, dass die Crew diese Überfahrt so entspannt und ohne Zwischenfälle gemeistert hat. Kaum vorstellbar, dass dies bereits einer unserer letzten gemeinsamen Abende sein soll. Guten Morgen. Wir sind jetzt in Kärtla. Da hinten liegen wir. Da, hinter dem Boot hier, sind wir. Und heute werden wir uns ein Auto mieten und mal ein bisschen über die Insel fahren. Ich bin gespannt. Frank hat sich was ausgedacht und ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Mit dem Wohnmobil muss ich das Ganze hier auch mal erkunden, glaube ich. Macht mich ja schon ein bisschen neidisch. Gegen Abend kehren wir zurück auf unser Schiff. Nach einem langen Tag voller Eindrücke und Erlebnisse sehnen wir uns nach etwas Entspannung und Ruhe. Und nach einem leckeren Abendessen, das natürlich gemeinsam zubereitet wird. Und dann ist es endlich Zeit, zur Ruhe zu kommen und uns für den morgigen Tag zu stärken.
Morgen geht es wieder auf See. Und wir alle blicken voller Erwartung auf das, was uns auf diesem Teil der Reise wohl noch widerfahren wird. Und bereits am nächsten Morgen sieht sich die Crew einer weiteren herausfordernden Aufgabe ausgesetzt. Ich habe gerade erfahren, dass uns ein kompliziertes Ablegemanöver bevorsteht, offenbar. Wir haben ziemlich kräftigen Wind und ziemlich kräftige Böen. Hier vorne ist ein Steg. Wenn ich das machen würde, dann würde es auf jeden Fall in die Hose gehen, aber ich bin sicher, die kriegen das hin. Ja, besser kann ich euch das leider nicht erklären, warum das so kompliziert ist. Aber zum Glück gibt es ja Personen an Bord, die das viel besser erklären können als ich. Fragen wir mal. Hast du Lust, nochmal zu erklären, wo die Komplikation jetzt, wo das Problem liegt beim Ablegemanöver? Also wir haben jetzt Seitenwind und wir liegen jetzt an einer Mole, die sich hier auf der Backbordseite befindet. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir da herauskommen, wenn uns der Wind genau eben auf diese Backbordseite, sprich Mole, drückt. Und nachdem der Wind eigentlich die Tendenz hat, vor allem auf den Bug zu drücken da vorne, auch wenn wir jetzt Gas geben nach hinten, sagen wir, wir würden gerade rausfahren, dann würde der Wind so gegen den Bug drücken, dass er uns eigentlich hier hineinpickt. Und deswegen müssen wir uns jetzt so behelfen, dass wir entweder eine Leine, eine Festmacherleine so spannen, dass wir mit der Kraft des Motors und sozusagen um die Leine herum uns herausdrehen können. Oder die andere Variante ist, dass wir uns auf der Seite, wo der Wind herkommt, also Luftseite, so befestigen und so einen Zug herstellen, dass es uns nicht gegen die Mole drückt. Damit ist die Problematik klar. In letzter Minute auf jetzt gilt es nach letzten Anweisungen, das Problem auch zu lösen. Eine rote Leine hier, weil die dann dient uns als Dreh- und Angelpunkt, um rüber zu gehen. Und bevor das Lied kommt, das ja, ich treibe zurück jetzt. Rückwärts. Allerdings führt der erste Lösungsansatz nicht zum gewünschten Ziel. Also, zweiter Versuch. Also, wir legen über die Klampe, legen wir erstmal einen Flip und das eine Ende vor zur Winch, weil niemand die Kraft hat, das Boot ranzuziehen. Und mit der Winch ziehen wir erstmal das Boot weg und ziehen es darüber. Da muss es zumindest drüber laufen, genau. Ja, ich komme jetzt, bevor ihr löst, logischerweise. Lass ihn mal hier. Schließlich meistert die Crew auch diese Herausforderung. Dankeschön an alle. Klasse. Super. Und wenig später befinden wir uns wieder auf See. Unser heutiges Ziel ist die Insel Muhu, die etwa 50 Seemeilen weiter südlich liegt. Dieses Anlegemanöver ging eindeutig schneller von der Hand als das Ablegemanöver heute Morgen. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier so aussieht. Am nächsten Tag ist wieder Landgang angesagt. Mit dem Bus fahren wir nach Kurisare, der einzigen Stadt auf der Nachbarinsel Saaremaa. Schon nach vorne gucken. Als mittelalterliche Stadt hat der kleine Ort, der auf Deutsch Ahrensburg heißt, historisch eine Menge zu bieten. Uns aber zieht es nach wenigen Stunden wieder zurück aufs Meer. Ein letztes Mal frühstücken wir am nächsten Morgen gemeinsam in dieser Besetzung. Sind wir hier richtig?
euch. Morgen. Oh, guten Morgen. Morgen. Ja, ja, hier. Heiß. Dankeschön. Das sieht gut aus. Aber, so, Tomaten haben wir hier noch ein paar. Die isst ja gerne Laura. Hier wird man morgens immer so verwöhnt. Aber nicht nur morgens eigentlich, ne? Eigentlich den ganzen Tag. Du wirst ich jeden Morgen und jeden Abend verwöhnt. Ich bin auch der Einzige, der hier arbeitet an Bord. Ich finde es bemerkenswert, Christian, wie voll ihr miteinander umgeht und wie ihr euch gegenseitig unterstützt und wie ihr das, also das hat mich fasziniert. Also ihr seid eine richtig tolle Gruppe geworden. Ja, das stimmt. Heute haben wir so gut wie gar keinen Wind. Das ist, glaube ich, zum Segeln eher ungünstig. Aber wir werden uns gleich auf den Weg machen und wahrscheinlich, wie es aussieht, ein ganzes Stück mit Motor fahren. Ich bin zwar inzwischen, würde ich sagen, bis Windstärke 6 zumindest seefest. Ja, mal ganz vorsichtig formuliert, aber ich bin schon auch ganz glücklich, wenn nicht so viel Wind ist. Die heutige Route führt uns zu unserem letzten Zielhafen, nach Habsalu. Und trotz des schwachen Windes darf schließlich auch auf dieser Etappe noch einmal gesegelt werden. Und dann taucht direkt neben unserem Schiff plötzlich eines der bereits erwähnten Seeungeheuer auf. Eine neugierige Robbe. Aber so schnell wie sie aufgetaucht ist, so schnell verschwindet sie auch wieder. Und wir setzen die Reise fort. Turn geht zu Ende, ja. Vollbremsung! Genau. Gegen Abend erreichen wir die Marina in Habsalu. Das Wetter ist nach wie vor ruhig. Und die eingespielte Crew meistert das Anliegemanöver ohne Probleme. Winde geformt. Eine Mannschaft, die durch jedes Wetter geht. Ich werde euch vermissen. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Jo, Prost. 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 Danke. Danke sehr. Danke. Prost. Für die meisten Crewmitglieder endet die Reise hier mit dem für morgen angesetzten Besuch der Hauptstadt Tallinn, mich eingeschlossen. Für die anderen geht es von hier aus zusammen mit neuen Gästen anschließend wieder zurück nach Finnland und dann über Åland zurück in den Heimathafen nach Schweden. Unseren letzten gemeinsamen Abend verbringen wir etwas wehmütig an Deck und lassen die vergangenen Tage und Wochen noch einmal Revue passieren. Am nächsten Morgen herrscht Aufbruchstimmung. Und nach dem Frühstück begeben wir uns samt Gepäck auf die etwa einstündige Busfahrt nach Tallinn.
In Tallinn angekommen, lagern wir unser Gepäck am Busbahnhof ein und machen uns zu Fuß auf den Weg in die Altstadt. Außer dem historischen Stadtkern lebt Tallinn von den Kontrasten. Du hast einerseits die Zeit, als Tallinn zur Sowjetunion gehört hat. Und das sind alte Strukturen, das sind verfallene Häuser, das war nie besonders viel Geld da. Und das merkst du so in den tausend kleinen Dingen hier, ob es die Bürgersteige sind oder alte Häuser. Und dann hast du aber auch wieder diese neuen Häuser, die natürlich dazwischen gesetzt werden, aber noch viel Baustelle ist. Also sprich, dementsprechend hast du hier diese Kontraste in der Stadt. Die ist alt, ist neu gemacht, aber die ganzen Wandmalereien sind halt im Prinzip aus sowjetischen Zeiten. Und dann erreichen wir die Altstadt, die hoffentlich nicht ganz so viele Kontraste zu bieten hat. Wir sind in einem Café über den Dächern von Tallinn. In der Richtung seht ihr den Hafen, da vorne ist alles modernisiert worden, hat mir Frank erzählt. Auf der anderen Seite, zeige ich euch auch, da ist die Altstadt. Das heißt, wir befinden uns direkt auf einem Turm der Stadtmauer. Ich bin definitiv nicht der Richtige, wenn es darum geht, eine Stadtführung zu machen, aber ich habe hier schon ein paar richtig schöne Ecken gesehen und ich werde mal versuchen, euch ein paar einzufangen. Tallinn wurde im 13. Jahrhundert von dänischen Kreuzfahrern gegründet. Die Altstadt zählt europaweit zu den am besten erhaltenen und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Wer tiefer in die reiche Geschichte Tallinns eintauchen möchte, sollte sich für die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt mindestens 1 bis 2 Tage Zeit nehmen. Hier endet jetzt also nach 2 Wochen mein Segelturn am Fähranleger von Tallink. Die Fähre wird mich jetzt heute Abend wieder zurückbringen nach Stockholm, hoffe ich jedenfalls. Und von da aus habe ich noch etwa 1,5 Stunden Fahrt mit dem Taxi und mit dem Bus, bis ich wieder an meinem Wohnmobil bin. Unterm Strich war das alles schon ein ziemlich geiles Erlebnis und eine ziemlich coole Tour. Aber ob ich mein Wohnmobil gegen ein Segelboot eintauschen würde, ich glaube eher nicht. Ich liebe das Meer. Ich bin alles andere als eine Wasserratte. Aber ich liebe das Meer und den Blick auf die Weite der Ozeane. Und zu wissen, dass die Welt entgegen früherer Weltanschauungen hinter dem Horizont eben nicht zu Ende und der Weg dorthin nicht von Seeungeheuern gesäumt ist, lässt mich auch manche heute weit verbreitete Ansicht und Weltanschauung in Frage stellen. Ich halte es für einen großen Fehler, das eigene Weltbild nur auf Informationen aufzubauen, die uns von anderen bereitgestellt werden. Und aus diesem Grund werde ich auch künftig die Welt lieber auf eigene Faust erkunden, anstatt mir Horrorgeschichten aus zweiter Hand über sie anzuhören. Hey, mein Name ist Frank Mietsch, ich bin Inhaber von Ocean Spirit. Wir vermitteln private Segeljachten und organisieren Segelturns in Skandinavien. Unsere Kunden haben 3 Möglichkeiten. Zum einen können sie eine Yacht für sich mieten, wenn sie die Segelqualifizierung haben und segeln können. Wir führen ein Gespräch mit unserem Kunden, sodass wir ihn kennen, die passende Yacht finden und den passenden Eigner. Die zweite Möglichkeit ist, wer das Revier nicht kennt, sich navigatorisch weiterbilden möchte oder wer mit dem Segeln überhaupt mal auf Tuchfühlung gehen möchte, der kann bei uns eine Koje buchen, kann bei den ausgeschriebenen Turns mitfahren und sich überraschen lassen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, einen Turn ganz individuell zu gestalten. Wir haben den Skipper, wir haben die Yacht in verschiedenen Größen. Das gibt uns die Möglichkeit, die Zeit auf dem Wasser nach den Wünschen der Kunden zu gestalten. Egal, ob es ein Urlaubsturn ist oder eine Weiterbildung oder der Festigung der seglerischen und navigatorischen Kenntnisse. Das Faszinierende an den Schären ist für mich, dass man sehr nahe an den Felsen
segeln kann. Man hat hier super coole Literatur, schöne Seekarten und man kann überall segeln, wenn man hier ist. Es überwältigt in der Natur. Wir haben uns entschieden, vorrangig private Yachten zu vermitteln. Wir glauben an die Nachhaltigkeit und sind davon überzeugt, dass eine Yacht mehrfach genutzt werden kann und nicht nur rumstehen muss. Außerdem ist es sehr schön, einen schwedischen Sommer in den schwedischen Schären auf einer schwedischen Yacht zu verbringen. Man kennt den Eigner, es ist privat eingerichtet, man lernt die Menschen auch kennen und das ist viel mehr als bloß ein Boot mieten. Wir vermitteln klassisch, das heißt, wir führen ein Gespräch mit unserem Kunden und lernen ihn kennen und können das dem Eigner weitergeben, weil wir davon überzeugt sind, Vertrauen kann man nicht digitalisieren. Wir können weltweit Yachten vermitteln, aber wir konzentrieren uns auf Skandinavien und das Baltikum. Wir mögen die Natur, wir mögen und schätzen die Menschen, wir kennen das Revier, wir haben ein sehr gutes Netzwerk. Das möchten wir an unsere Kunden weitergeben und möchten, dass sie sich damit sicher fühlen und einen erholsamen Turn haben. Wenn Segeln und Skandinavien dich genauso begeistern wie mich, dann schau dir die Webseite an, ruf mich an. Ich bin neugierig auf dich und freue mich, dich kennenzulernen.